Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von Kick. Der Ball ist frei, pünktlich geht's los. Weinberg in den gelben Trikots, von rechts nach links, der HSV dementsprechend in den weißen Trikots. Das müsste Maren Haberecker sein, die sich hier den Ball zurechtlegt und den Ball voraussichtlich das erste Mal in den Strafraum bringen wird. Genau das passiert jetzt. Hoher Ball auf den Fünfer, erster Kopfball, erste Chance. Keine Minute gespielt und Weinberg deutet hier direkt an, dass hier alles auf die Karte Heimsieg gesetzt wird. Wir schauen nochmal drauf. Guter Ball auf den Fünfer. Und es müsste sogar die Zwillingsschwester von Maren sein. Und Stöckmann. Baum. Das Kurzpassspiel. Wieder Baum. In die Tiefe. Mühlhaus. Mühlhaus. Und Klug. Schauen wir nochmal drauf. Mühlhaus bringt da den ersten Ball scharf in die Mitte und erster Arbeitsnachweis von Sandra Klug. Oh, das ist riskant. Krüger dazwischen. Viel Platz für Mühlhaus. Die sucht direkt den Abschluss. Was für eine Bude. Larissa Michelle Mühlhaus, der HSV führt. Und das in Minute 10. Und was für ein Hammer. Und da hört man die HSV-Fans, die ich gerade angesprochen habe. Anscheinend haben tatsächlich 11. Spielminute, Tor für unsere Gäste, Torschützin mit der Nummer 7, Larissa Mühlhaus, neuer Spielstand. Mühlhaus fasst sich ein Herz aus ca. 20 Metern und schweißt das Ding ein. Keine Chance für Klug im Tor. Haberecker, die Frau für die Standards. Macht sie gut bis jetzt. Und auch diesmal findet sie eine Mitspielerin. Und das ist mal eine Antwort vom SV 67 Weinberg. Keine zwei Minuten nach dem Schock, nach dem frühen Schock, gibt sie den Ausgleich. Und mit welcher Punkt kommt die denn da angeflogen? 13. Spielminute. Tor für den SV 67 Weinberg. Torschützin war unsere Nummer 29, Lisa Fisch. Neuer Spielstand 1:1. Viel Platz für Stöckmann, die bekommt den Ball Postwend zurück. Klug auf den Posten, zu zentral der Abschluss. Aber wie kann denn die so freistehen im 16er? Das fragt man sich. Glück für Weinberg. La. Langer Ball, viel Platz. Ist das Abseits, ja oder nein? Für den Moment nicht. Schittek, Schittek! 2:1 HSV. Und es war tatsächlich kein Abseits. Und wie in der ersten Halbzeit, der HSV von Beginn an hellwach. Aber was macht da die Weinberger Verteidigung? Was macht da die Weinberger Verteidigung? Völlig alleingelassen, Irma Schittek. Frei vor Sandra Klug und da sehen wir es nochmal. Da kann sie ganz lange überlegen. Istrefer und Ganzer, wer macht's? Ganzer. Ganzer, Haberecker. Zweite Offensivaktion der Heimmannschaft. Circa 23 Minuten Vorschluss. Laufduell, Haberecker setzt sich durch. Gegen zwei, geht an zwei vorbei. Kann mal vielleicht zum Doppelpass ansetzen. Wich macht selber. Macht selber, macht's gut. Ausgleich Weinberg. Doppelpack Lisa Wich. Die Mädels in Gelb sind zurück. Und das geht auch auf das Konto von Leonie Haberecker, die hier zwar nicht mehr zu sehen ist, diese Aktion, sondern nur die Aktion von Wich, aber toll vorbereitet, setzt sich da gegen zwei Gegenspielerinnen stark durch. Macht's alleine, Haberecker wird getackelt im 16er und Marie-Therese Mühlbauer fährt genau die Linie weiter, die wir bis jetzt von ihr gesehen haben, von Weinberg. In der Mitte hat sie Anspielstation und jetzt
Gibt es den Elfmeter für den HSV? Auf der Gegenseite gerade eben noch die kontroverse Aktion von Leonie Haberecker im 16er vom HSV. Aber Marie-Therese Mühlbauer ist sich hier ganz sicher, das ist ein Strafstoß und da bin ich voll bei ihr. Mühlhaus gegen Klug. Mühlhaus! 3-2 Hamburger SV. Und Larissa Mühlhaus schnürt hier den Doppelpack. 85. Spielminute, unverdientes Tor für unsere Gäste. Torschützin mit der Nummer 7, Larissa Mühlhaus. Und der Stadionsprecher vor allem mithelfen, den Vorsprung hier zu sichern. Das Ding ist lang noch nicht durch. Weg zum dritten. Und das gibt's doch nicht! Das gibt es nicht! Der Ausgleich, ist es der Ausgleich? Oder nicht? Ist es abseits? Ist es nicht erkennbar? Der SV Weinberg stellt sich nicht in der eigenen Hälfte auf. Vieles deutet darauf hin, dass diese Harakiri-Aktion hier nicht zum Ausgleich führt. Aber mir bietet sich noch kein Grund, warum der Treffer denn nicht zählen sollte. Sowas sieht man auch nicht alle Tage, aber für alle HSV-Fans kann ich Entwarnung geben. Der Treffer zählt nicht. Haberecker, und jetzt muss der Ball in die Mitte kommen. Das tut er auch am zweiten Pfosten. Ganz blank, trifft den Ball nicht. Ablage auf Haberecker. Die scheitert an der Wart. Hält die Schlussfrau des HSV hier den Sieg fest? Noch ist nicht Schluss. Nochmal Haberecker. Ich sag nur noch denselben Namen. Wieder Haberecker. Und wieder Navard. Was für eine Schlussphase. Und natürlich wird der Ball kurz ausgeführt. Und natürlich wird er jetzt hier abgeschirmt. Schluss. Aus. Vorbei. Durchatmen. Der Hamburger SV gewinnt ein am Ende spektakuläres Auswärtsspiel das war der beim SV 67 Weinberg mit 2-3. Unterliegt in einem hart umkämpften Spiel mit 2-3. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.